Hallo liebe Freunde, hier sind wieder Revoluz und Hägerli. Und heute haben wir uns einen Spur-Null-Triebwagen vorgenommen, der nicht mehr geht. Das ist ein Fall für Revoluz. Na dann mal to. Machen wir. Das ist der Triebwagen. Wunderbares Teil, aber funktioniert nicht. Da oben ist alles kaputt, aber Lutz wird das schon richten. Jetzt haben wir das Vorderteil weggemacht und jetzt müssen wir die Karosse runterziehen. Hier gehört im Prinzip noch ein durch das Dach durch, ne? Drehknopf. Ein Drehknopf rein, dass man regeln kann, aus, vor, rück. Genau. Und es ist auch ein batteriebetriebenes Fahrzeug. Hier ist das Batteriefach. Und jetzt hat Lutz eine gute Idee gehabt. Man lässt es einfach weg, das Teil, den Drehknopf. Und wir löten das Kabel, ein Kabel hier an den Kontakt. Machen einen Zwischenschalter dazwischen rein. Löten das Teil hier an und machen eine kleine Zugschnur. Da kann man das Gerät von außen per Zug starten. Den Zug mit Zug starten. Den Zug mit Zug starten, genau. Läuft nach vorne. Batteriefach schließen. Das war jetzt eine etwas unorthodoxe Art zu arbeiten, aber wir sind unorthodox. So, das Starterkabel. Das ist unser zukünftiges Starterkabel. Läuft. Läuft. Nicht, dass wir die Karosserie verlieren unterwegs. So. Und jetzt ist es natürlich keine sehr elegante Lösung hier, wenn der da immer so einen Rattenschwanz hinter sich herzieht. Ja. Deshalb machen wir hier einen Metallknopf. Einen kleinen Knopf dran. Ja, geschafft. Ich ziehe den Motor und erhebst du mir das Teil hoch. Ja. Von hinten. Du kommst von hinten. Ja, jetzt. Kann man hier den Motor starten, indem man den Fingernagel nimmt und zieht. Jetzt starten wir. Wir wären eigentlich fertig, aber... Aber jetzt haben wir noch den gleichen Zug, aber ohne Batteriebetrieb, sondern mit... Zum Aufziehen. Schlüssel zum Aufziehen. Zweiteilig. Zweiteilig. Lass mal fahren. Machen wir. Nicht überdrehen. So. Und das ist ein Dieselfahrzeug. Das werdet ihr gleich hören. Jetzt müssen wir es... Arrière, avant, vorwärts, avant und go!